Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück aus dem warmen Griechenland. Ich verkneife mir jetzt die Frage, wie viel Uso denn der Rede jetzt vorausgegangen sind. Aber über die Begrifflichkeit Gyrus Connection habe ich schon ein bisschen gehustet, lieber Markus Hoppendrenk. Und ich habe auch etwas schlucken müssen, ganz ehrlich, als Sie wieder versucht haben wegzuwischen, dass das Thema Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Steuerflucht hier quasi gar nicht zu suchen hätte, weil das ja auf internationaler Ebene alles getan werden müsste. Da kann man nur auch noch mal an die Debatte erinnern, die wir hier in diesem Hause zu Panama Papers geführt haben. Es gibt sehr wohl nationale Möglichkeiten und Mittel, beispielsweise ein Transparenzregister, was öffentlich zugänglich ist, wo der Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble sich mit allem, was ihm zur Verfügung steht, dagegen wehrt, das hintertreibt. Und so ist das bei vielen anderen gesetzlichen Regelungen, die von der Europäischen Union kommen, die versucht werden, auf europäischen Gipfeln zu verhindern. In diesen Tagen hört man ja immer wieder, jetzt wo die Briten weg sind, sind ja die größten Bremser hin für Steuerregulierungen, für einheitliche Steuergesetze. Aber da muss man sagen, Vorsicht! Die Bremser sind immer noch da. Die Bremser sitzen nämlich ganz oft im Bundesfinanzministerium. Sehr oft stimmt Deutschland mit Malta, mit Zypern, mit anderen Steueroasen ab, wenn es beispielsweise darum geht, die Unternehmenssteuersätze in Europa zu harmonisieren. Wenn es beispielsweise, wie eben erwähnt, darum geht, ein Transparenzregister einzuführen. Und wenn wir dann im Haushalt und anderen über die Kosten, die entstanden sind für Integration der Leute, die zu uns geflohen sind, wenn wir dann darüber reden und das mal in Relation setzen zu Schätzungen, beispielsweise von der Hans-Böckler-Stiftung, dass uns als Gesamtverbund jedes Jahr 100 Milliarden Euro Steuer verloren gehen durch Steuerhinterziehung, durch Steuervermeidung, dann kann man doch wirklich nicht so tun, nach den Debatten, die wir hier geführt haben und die vor allen Dingen in der Öffentlichkeit geführt werden, als hätten wir damit nichts zu tun. So einfach geht es dann auch nicht, lieber Kollege Markus Hoppendrenk. Ich möchte noch mal darauf eingehen, weil der Kollege Schulz, der darauf hingewiesen hat, dass es eine hohe Übereinstimmung gibt, ja in der Tat. Ich verstehe nicht, warum jetzt ausgerechnet bei dem Punkt des Ankaufs der Steuer-CDs, warum Sie da immer noch auf einem Stand sind, quasi vor den 2000er Jahren. Es hat doch dazu geführt, dass in einem Datensatz, den das Land Nordrhein-Westfalen erworben hat, rauskam, dass beispielsweise die Commerzbank Geschäfte mit der viel genannten und viel diskutierten Kanzlei in Panama, die quasi industrieartig Briefkastenfirmen angemeldet hat, Mossack und Fonseca heißen die, glaube ich, in diesem Datensatz waren Geschäftsbeziehungen zwischen der Commerzbank und dieser Kanzlei enthalten. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat das an die BaFin gemeldet. Und dann ist das ein Beleg dafür, Herr Kollege Schulz, eigentlich für Ihre These, dass die Bundesregierung überhaupt nichts unternommen hat, dass die BaFin eigentlich nur stumpfe Schwerter in ihrem Arsenal hat. Und das Einzige, was jetzt seit den Enthüllungen von Panama Papers passiert ist, dass angekündigt wurde, die BaFin will sich jetzt genauer Betriebsabschlüsse anschauen. Da kann ich nur wirklich sagen, so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen hier Maßnahmen, wie wir sie auch in unserem Entschließungsantrag skizziert haben. Denn wir haben seit der Veröffentlichung der Panama Papers nicht nur eine öffentliche Debatte, sondern wir haben auch den Fokus der Welt, die ganze Weltöffentlichkeit, auf das Unwesen, was durch Briefkastenfirmen weltweit angerichtet werden kann. Es geht um Drogenkriminalität, es geht um Terrorismusfinanzierung und es geht eben auch um Steuerhinterziehung. Und es ist gut, dass das Licht der Öffentlichkeit darauf fällt, denn dunkle Geschäfte scheuen diese Öffentlichkeit. Aber es muss dann auch darüber gesprochen werden, was diese Bundesregierung alles blockiert hat. Die Bundesregierung hat auf der EU-Ebene zum Beispiel massiv gegen die Einführung des eben erwähnten Transparenzregisters gekämpft. Die Bundesregierung hat aktiv die Meldepflicht, die sie mit der schwarzen Liste hat, wo Steueroasen gemeldet werden sollen bei der EU-Kommission. Die Bundesregierung hintertreibt das aktiv, indem sie kein einziges Land gemeldet hat. Als einziges Land in Europa hat die Bundesrepublik kein einziges Land auf die schwarze Liste setzen lassen. Und das zeigt auch, das reiht sich dann ein, dass die Große Koalition Gesetzesinitiativen im Bundestag zum Whistleblower-Schutz und auch zu der Anzeigepflicht für Steuergestaltung
Gestaltung nicht mitgetragen hat. Kurzum, wir müssen hier handeln. Der Bund ist hier in der Pflicht. Wir haben vieles von dem übernommen in unserem Entschließungsantrag und bitten um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank.